Es geht wieder los. Während in der Erste Bank Eishockey-Liga schon einige Runden gespielt sind, starten auch Oberösterreichs Landesligen in die neue Eishockeysaison. Und zwar in Vöcklabruck mit der Kings Trophy. Das ist ein Turnier, das wir jährlich ausrichten, indem wir einfach das Jahr beginnen und natürlich auch Werbung für unseren Sport machen. Insgesamt 8 Mannschaften aus 5 Nationen spielen bei der Kings Trophy um den Sieg. Für die Gastgeber, die Voralben Kings, bedeutet das vor allem viel Arbeit. Wir haben zuerst geglaubt, es wird sich nicht ausgehen, neben Eisstockschießen und Eislaufen und Schulbetrieb. Aber die Vereine und die anderen haben sich zusammengesprochen und es passt. Es passiert natürlich alles ehrenamtlich und dient alles dem großen Zweck, eben dem Verein und vor allem auch dem Vereinsheim, dem neuen, das wir bauen wollen, Vorschub zu leisten. Denn zurzeit befinden sich die Kabinen noch in Containern. Mithilfe der Einnahmen des Turniers soll sich das aber bald ändern. Da helfen auch die Kleinsten mit. Kinder, Jugendliche machen eh teilweise zu wenig Bewegung, zu wenig Sport heutzutage. Und da werden sie halt motiviert und sie tun was aktiv, machen Bewegung und das ist halt. Und natürlich auch sinnvolle Betätigung. Und man hat wirklich eine Stunde, anderthalb, wo man wirklich abschaltet. Sie sind natürlich körperlich belastet, sehr viel Gleichgewicht, sehr viel Rumpfmuskulatur. Es ist doch ein kampfbetontes Spiel, wobei wir in den unteren Ligen natürlich ohne Körper spielen. Es ist der perfekte Ausgleich und man ist nachher rechtschaffend müde. Rund 50 Kinder spielen im Nachwuchs der Voralpen Kings. Zweimal pro Woche wird trainiert. Einsteigen kann man ab 6 Jahren. Den Teamgeist fördert es, den Charakter stärkt es. Man muss nicht nur schnell Eislaufen können, man muss gut Eislaufen können, man muss mit Stock sehr gut umgehen können und das Spielverständnis ist auch sehr wichtig. Und es ist halt, wie gesagt, eine super Eishockey-Familie in ganz Österreich. Und mit Hilfe dieser Familie wird in Vöcklabruck hoffentlich schon bald ein neues Vereinsheim stehen.